Hey Kanalbande, na, alles fit mit euch? Heute sprechen wir über den heute ist der Name Jana dran. Bis gleich. Ja, willkommen zurück. Ja, der Name Jana ist eine Kurzform von Johanna. Johanna heißt Gott ist gnädig, also ähnlich. Und Jana gibt es halt mit R, mit einem, mit Doppel-N, mit verschiedenen Varianten, auch mit Y am Anfang. Und ich kenne so 3, 4, 5 Janas circa in meinem Kreis. Ist alle in Ordnung soweit. Aber jede Jana tickt halt anders. Von klein her mag ich den Namen, geht so. Und ja, mit Janas verstehe ich mich relativ gut, sag ich mal. Und ja, der Name, von der Verbreitung her ist der Name Jana eigentlich seit dem Jahr 2000 so recht in. In den 50er, 60er Jahren, da war der noch gar nicht bekannt. Und Jana ist vor allem, habe ich halt auch gemerkt, so auch in östlichen Bundesländern auch halt beliebt, so Jana. Oder auch Jana. Und Jana mit Doppel-N ist halt die ostfriesische Variante von Jana. Und ich denke mal, viele Johannas haben sicher den Spitznamen Jana oder Jana oder Jana. Und die männliche Form von Johanna ist ja von Jana ist ja Jan, hat das vergessen. Und ich grüße mal alle Janas da draußen. Falls ihr mich kennenlernen wollt, können wir gerne unter Kommentar schreiben. Nur wenn ihr kein Fake seid, sondern ehrlich und auch echt seid, dann könnt ihr mich gerne unter drunter schreiben. Und dann sage ich mal bis zum nächsten Mal und falls ihr wieder gefahren habt, hoch, falls ich da runter und dann tschüss.